Ja, servus, nochmal willkommen zu einem äh, weiteren Extra-Info-Video. Und zwar möchte ich nochmal in eure Näheres eingehen, was demnächst hier auf dem Kanal passieren wird. Dank des Doppelstrikes, den ich bekommen habe, zum Doppelstrike nochmal auf einzugehen. Ich habe vor einem knappen Jahr ein äh, Hörbuch quasi gemacht, habe also einen äh, Groschenroman vorgelesen. Und zwar im Nachtclub der Vampire von John Sinclair. Dieser Groschenroman erschien 1978, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel und die meisten äh, Leute kennen es gar nicht mehr. Ja, ähm, wie dem sei, äh, ich habe glaube ich elf oder zwölf Folgen gehabt, wo ich das dann vorgelesen habe. Und nun nach einem Jahr hat sich dann Lübbe entschieden: äh, ja, nee, äh, das wollen wir jetzt doch nicht und deswegen muss das gelöscht werden, denn äh, das ist ja. Es kann ja nicht sein, dass der so eine alte Schwarte vorliest. Ähm, wir könnten die ja noch verkaufen. Für ein paar Pfennige. Ja. Daraufhin habe ich zwei Strikes bekommen, weil YouTube meinte, naja, es sind mittlerweile 11, 12 Videos. Also teilen wir die Videos 5 und 6. Dann können wir direkt zwei Strikes verteilen, dann ist er direkt gelackmeiert, dann noch ein weiterer Strike und der Kanal wird gelöscht. Nun habe ich ein wenig mit mir hin und her gehadert. Der Strike hat mir dadurch einige Einschränkungen eingebracht. Zum einen, darauf bin ich ja schon im letzten Video darauf eingegangen, kann ich kein Livestreaming mehr auf YouTube machen. Das heißt, der Trash Talk ist wie gesagt umgezogen auf den Öhrchenpalast. Aber das wisst ihr ja schon, sofern ihr das letzte Infovideo gesehen habt. Ansonsten sage ich es hier nochmal, demnächst der Trash-Talk dann über den Öhrchenpalast. Link packe ich unten in die Beschreibung rein. Dann kommen wir zu der zweiten Beschränkung, die ich bekommen habe. Und zwar darf kein Video, was ich hochlade, äh, maximal äh, 15 Minuten überschreiten. Und das wird bei mir ziemlich schwierig, weil bei mir sind in der Regel alle Videos locker 20, wenn nicht sogar schon äh, 25, 28 Minuten lang. Und da ist, glaube ich, das größte Problem, was ich habe. Ich habe ähm, Mass Effect noch laufen. Ich habe zum Glück Mass Effect schon bis zum 11.11. .11. hochgeladen. Und ähm, ich muss quasi nur das große Finale aufnehmen von Mass Effect 2. Ähm, das Problem ist aber bei so einem Rollenspiel, in 15 Minuten passiert da nicht viel. Deswegen muss ich leider, äh, habe ich erst, überleg ich hab erst überlegt, äh, Scheiß drauf, äh, fuck auf YouTube. Äh, ich schmeiß den Kanal hin und mache einen neuen Kanal auf und hoffe einfach, dass die Abonnenten, die mich bis hier abonniert haben, weit mit rüberkommen. Nur ich habe manchmal so das Bedenken, dass es einfach nicht jeden Abonnenten erreicht, weil nicht jeder Abonnent regelmäßig halt hier reinschaut. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich werde jetzt äh, kürzere Videos machen. Die Beschränkung besteht übrigens bis zum 10.10.2016. Das heißt, ich habe ein ganzes Jahr die Scheiße an dem Backen. Vielen Dank YouTube dafür, dass ich ohne Vor- oder Verwarnung da irgendwie weggekommen bin. Dafür, dass der Kanal im Grunde nie Probleme gemacht hat. Finde ich ganz stark von euch. Äh, bin ich übrigens nicht der Einzige mit dieser Ansicht, aber was will man machen? Da rennt man gegen äh, geschlossene Türen. Und kommt dagegen nicht an, gegen die großen Jungs von Google. Deswegen, die Videos werden definitiv kürzer. Bei FIFA werde ich mich wahrscheinlich darauf beschränken müssen, dass ich nur noch das Spiel zeige, welches ich dann quasi spielen werde. Und werde das Vorgeplänkel und die Halbzeitpause quasi rausschneiden müssen. Was mir sehr leid tut, denn gerade dieses Vorgeplänkel und in der Halbzeit äh, zwischendurch Quatschen ist natürlich auch sehr spaßig. Mass Effect werden kürzere Folgen, das äh, muss ich dann leider auch eingestehen, da muss ich dann strikt auf die Uhr schauen. Ähm, was auch möglich wäre, da überlasse ich euch gerne die Entscheidung, da könnt ihr in den Kommentaren was zu sagen. Ich kann natürlich Mass Effect auch einfach in einem Rutsch das Finale durch aufnehmen und cutte alle 15 Minuten knallhart durch. Und dann gibt es dann die Folgen so. Ohne An- und ohne Abmod. Ähm, da bin ich dann wirklich auf eure Meinung angewiesen. Da möchte ich eure Hilfe bitte haben, wie es denn am besten für euch ankommt. Wobei ich auch weiß, nicht viele schauen Mass Effect, aber vielleicht die zwei, drei Leute, die sich Mass Effect anschauen, können sich dann bitte hier zu Wort melden. Ähm, dann ist demnächst ein neues Projekt, das ich schon ausgearbeitet habe, wovon ich auch schon zehn Folgen im Kasten habe. Und zwar This War of Mine. This War of Mine muss ich natürlich jetzt äh, auch ein bisschen rumschneiden, da manche Folgen über die 15 Minuten gehen. Deswegen werde ich das so machen, dass ich immer zwei Folgen am Tag raushauen werde, die im Grunde aber eine Folge sind. Denn This War of Mine ist immer aufgeteilt in einen Tag und in einen Nachtzyklus. Deswegen wird es eine... Day und eine Night-Folge geben, die aber beide dann zu einer Folge zusammengehören. Das werdet ihr auch im Thumbnail dann sehen, dann steht dann zum Beispiel bei der ersten Folge Hashtag 01, unten drunter steht groß Day oder Hashtag 01, unten drunter steht dann groß Night, damit ihr euch daran orientieren könnt. Ähm, ansonsten jede Menge andere Let's Plays, die dann demnächst noch, noch kommen werden, werden dann halt nur 15 Minuten lang sein, da, wie gesagt, äh, Assassin's Creed wird demnächst kommen, Uncharted ist geplant, da bin ich auch wirklich auf eure Meinung äh, angewiesen. Soll ich in einem Rutsch durch aufnehmen, quasi in eine Stunde oder zwei Stunden auf und katte knallhart alle 15 Minuten die Folge? Oder ich schaue auf die Uhr und mache mit an und abmord. Je nachdem, was euch lieber ist, da bin ich jetzt, wie gesagt, wirklich auf euch angewiesen. Ich hoffe, Ihr gebt mir hier äh, regelrechten Content und Kommentare hier um die Ohren, damit ich weiß, woran ich bin und wie ich es am besten für euch machen kann. Ähm, kochen wird demnächst auch kommen. Das Kochen werde ich natürlich dementsprechend auch cutten müssen in jeweils 15 Minuten Parts. Aber das geht einigermaßen noch. Das äh, ist verkraftbar im Gegensatz zu Let's Plays, wo man vielleicht mitten in der Action auf einmal dann auf einmal Schluss ist. Ähm, ja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ihr könnt mir mit euren Kommentaren helfen. Wie gesagt, gegen YouTube können wir leider jetzt nichts machen. Lübbe hat nun mal die Rechte an dem, Hö an dem äh, Heft. Und dagegen können wir auch nichts machen. Das heißt, gegen den Strike ankämpfen hat keinen Sinn. Das heißt, wir werden dieses Jahr ausharren. Wie wir dieses Jahr ausharren, das äh, entscheidet ihr mit mir zusammen. Und äh, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich bedanke mich schon mal hiermit herzlich äh, für die rege Teilnahme, sofern sie denn da kommt. Wovon ich aber ausgehe, denn. Ich bin mittlerweile schon froh, dass ich über 170 Abonnenten gesammelt habe. Wir gehen stark auf die 200 zu. Dann kommt auch definitiv wieder ein Abo-Special. Das war's jetzt von mir und äh, wie gesagt, ich hoffe auf eure Teilnahme und bis dann, euer Tonno. Ciao.